Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingstferien und konntet euch vom Corona-Stress ein wenig erholen. Dafür war es auch wirklich höchste Zeit. Heute habe ich mal ausschließlich gute Nachrichten für euch. Ja, wirklich. Denn nach rund 15 Monaten harter Corona-Beschränkungen kehrt Bayern immer mehr zur Normalität zurück. Jetzt können sich wieder mehr Menschen privat treffen. Geburtstage, Hochzeiten oder Vereinssitzungen sind unter freiem Himmel mit bis zu 100 Menschen erlaubt. In geschlossenen Räumen immerhin die Hälfte. Stabile Inzidenzwerte unter 50 vorausgesetzt. Und endlich kehren wir auch zu einem geregelten Schulunterricht zurück. Ab 21. Juni wird es wieder fast normalen Präsenzunterricht geben. Herzlichen Dank an euch alle. Ohne eure aktive Mithilfe hätten wir die dritte Corona-Welle nicht brechen und Lockerungen so schnell umsetzen können. Und die hohe Impfbereitschaft der Menschen in Bayern tut natürlich ihr Übriges. Und eine weitere gute Nachricht ist die wachsende Beliebtheit unseres neuen Online-Formates Blickpunkt Bayern. Darin widmen wir uns regelmäßig gesellschaftlich bedeutsamen Fragen. Erst letzte Woche hat unser parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring über das Thema Hate Speech diskutiert, was gerade Kommunalpolitiker immer stärker betrifft. Es war eine super spannende Gesprächsrunde. Einen Auszug der Sendung habe ich euch unten im ersten Kommentarfeld verlinkt. Schaut gerne mal rein. Blickpunkt Bayern wird übrigens bereits am Freitag fortgesetzt. Das Thema unserer kinderpolitischen Sprecherin Gabi Schmidt ist dann Kinderinfluencer. Spielst du noch oder arbeitest du schon? Freitag ab 19 Uhr live zu sehen bei Facebook und YouTube. Und übrigens die neue Nah dran, unsere Fraktionszeitung, ist gerade erschienen. Diesmal geht es um wohnortnahe Gesundheitsversorgung, das Lobbyregistergesetz der Freien Wähler für Bayern, unsere Halbzeitbilanz im Landtag und vieles mehr. Die Nah dran gibt es entweder gedruckt oder jetzt hier zum Sofort-Download auf Laptop, Tablet und Smartphone. Kostenlos. Den Link findet ihr ebenfalls unten in den Kommentarfeldern. Ihr seht, wir Freien Wähler im Landtag bieten euch eine Menge Informationen aus erster Hand und freuen uns, wenn ihr sie aktiv nutzt. Wir möchten euer Interesse für Politik wecken und stärken. Wir wollen euch und eure Freunde hautnah an den Entscheidungsprozessen unserer Fraktion teilhaben lassen. Denn Information und selber mitmachen sind die besten Mittel gegen Politikverdruss und ein Abdriften gerade junger Menschen in den Extremismus. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel, Freie Wähler Landtagsfraktion.